So, Frau Witt, wir sind jetzt bei Laurels und Deutschland hat jetzt praktisch oder Berlin Heimrecht. Wie ist Berlin als Gastgeber diese Veranstaltung? Na, ich hoffe, wir sind gute Gastgeber. Ist natürlich was ganz Besonderes, dass das 20-jährige Jubiläum hier in Berlin gefeiert wird. Und ich finde, gerade mit unserem Slogan Sports Unites Us, also Sport verbindet, passt natürlich auch perfekt in unsere Stadt Berlin, die über viele Jahre geteilt war und vor 30 Jahren endlich wieder eine Stadt, ein Land geworden ist. Und ich glaube, gerade wir, nun für mich aus der ehemaligen DDR kommend, weiß natürlich, was das wirklich heißt, dass Sport verbindet. Dass für uns das oft ganz egal gewesen ist, wo ein Athlet hergekommen ist, ob wir aus der DDR, damalige Sowjetunion oder Amerikaner, Kanadier oder aus der BRD. Wir haben unseren Sport geliebt. Für uns war das nicht so wichtig, wo man herkam. Wir wussten allerdings natürlich, die russischen Sportlerinnen sind immer mit die besten und die größten Konkurrenten. Aber für uns war eigentlich wichtig, dass wir in einem Sport waren, den wir gemeinsam geliebt haben, in dem Moment das Eiskunstlaufen. Und so geht es natürlich vielen Athleten so in ihren Sportarten, dass wir eigentlich, glaube ich, immer schon ein bisschen der Politik vorgelebt haben, was es heißt, eigentlich eher Grenzen einzureißen und dass es um das Menschliche ging und dass wir zusammengekommen sind, wo vielleicht die Politik eher verhärtete Fronten hatte. Ist auch ein spezieller Ort, weil die Mauer ist ja praktisch ziemlich nah. Ja. Sie hatten auch gestern einen ganz speziellen Moment. Ja. Sie sind jetzt zum ersten Mal seit einigen Jahren aufs Eis gegangen. Ja, es waren jetzt fast 10 Jahre, dass ich nicht auf dem Eis gewesen bin. Und ich bin Schirmherrin von dem Eisprojekt Kick on Ice, wo wir Kinder und Jugendliche dazu bringen, dass sie gemeinsam Eishockey spielen. Und das ist wirklich ein tolles Projekt, was extrem gewachsen ist. Es waren erst 80 Kinder und Jugendliche, jetzt sind es über 200, denen wir da sozusagen eine sportliche Heimat auch bieten. Und ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, dass ich dann gestern zum ersten Mal meine Schlittschuhe wieder angezogen habe. Seit fast 10 Jahren, zumal auch noch so viele Academy-Mitglieder dabei waren. Das wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen, in Turnschuhen aufs Eis zu gehen. Also dachte ich, mir bleibt nichts anderes übrig. Und dann war das ein total schöner Moment, doch das erste Mal wieder die Schlittschuhe anzuhaben und auf dem Eis zu stehen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, jetzt warte ich nicht nochmal 10 Jahre.